Lilly Reulein oder auch Valentina Götz von der Horm ist der Horm ist nicht nur Schauspielerin, sondern sie spielt auch leidenschaftlich gern Fußball. Aktuell beim FC Forstern, dort in der BOL-Mannschaft der Frauen und hat aber auch schon einige Regionalliga-Einsätze vorzuweisen. Und jetzt erstmal einen schönen guten Tag, Frau Reulein. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass Sie hier sind, dass wir mal mit einer Schauspielerin zusammenarbeiten. Ist ja auch mal was ganz Besonderes. Wie stressig ist Ihr Pensum aktuell? BOL-Mannschaft, Regionalliga-Mannschaft? Dadurch, dass ich mein Abitur noch mache und dann den Fußball natürlich herzlich gerne und oft ausübe und noch nebenbei drehe, ist es aktuell sehr stressig und ich bin viel unterwegs, aber bis jetzt kriege ich es ganz gut hin, denke ich. Sie haben ja davor beim FC Bayern gespielt, sind jetzt im August rüber gewechselt zur ersten Spielgemeinschaft Hohenlinden, Forstern-Edling. Dann sind Sie zum FC Forstern. Ich glaube, da gab es ja diese Auflösung dann auch von der Hohenlinden bzw. Forstern ist raus. Was waren so die Gründe dafür, dass Sie jetzt Bayern verlassen haben? Mir hat der Teamsport unglaublich gefehlt. Also mein großer Traum war Bayern immer und den habe ich mir dann erfüllt und war da auch sehr, sehr glücklich drüber. Allerdings habe ich mich auch in der ersten Saison verletzt ein wenig an der Hüfte, weshalb ich dann auch vom Niveau her ein bisschen hinterher war. Und es war einfach nicht direkt durch den Erfolgsdruck, denke ich, aber es war einfach mehr oder weniger kein richtiges Team, keine Mannschaft vorhanden und das hat mir unglaublich gefehlt und das ist jetzt in Forstern ganz verstärkt vorhanden, was ich auch unglaublich genieße. Was ist so das Besondere am FC Forstern? Also warum funktioniert da dieses Teambuilding? Jetzt haben Sie Bayern ja schon miterlebt, da haben Sie gesagt, der Teamsport hat gefehlt. Ist da jeder so Einzelkämpfer? Eine Art von Einzelkämpfer, denke ich. Es wird auch mehr darauf geachtet, dass man sagt, wir sind der große FC Bayern. Es wird vor jedem Spiel gesagt, wir sind der FC Bayern, wir müssen dies können, wir müssen das machen, wir müssen so und so auftreten. In Forstern hingegen ist es, denke ich, so ein unglaublicher Teamgeist, weil sich alle von klein auf kennen, ewig schon zusammen Fußball spielen und die Persönlichkeiten auch einfach gut zusammenpassen irgendwo, nicht nur in der ersten Mannschaft, auch in der zweiten. Die erste und zweite Mannschaft sind auch ganz stark verbunden und versuchen immer wieder was zusammen zu machen und da wird einfach großen Wert auf dieses Team gelegt und dann hat man zum Glück auch noch sehr viel Talent in der Mannschaft, dass man einfach guten Fußball spielen kann. Talent ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, davon besitzen Sie eine Menge und zwar nicht nur im Fußball. Sie wissen, worauf ich jetzt hinaus möchte. Es gibt ja Ihre Fernsehrollen. Sie haben ja auch schon bei Joko mitgespielt als Marcella, war ja auch ganz früher, da waren Sie auch schon für einen Preis nominiert, 2012 war das. Jetzt kennt man Sie eigentlich nur als Valentina Götz von Der Horm ist der Horm. Wie lässt sich das so mit dem Fußball verbinden, dieses Hobby oder dieser Beruf, kann ich das so sagen? Als Beruf würde ich es nicht bezeichnen. Ich würde mich persönlich auch nicht direkt als Schauspielerin, als ausgebildete Schauspielerin bezeichnen. Ich habe das immer als Hobby gemacht. Ich habe das ja auch schon von klein auf gemacht. Also quasi zeitgleich mit dem Fußball angefangen. Es war immer ein Hobby und das ist es nach wie vor. Ich möchte es auch nicht in beruflicher Hinsicht machen. Mit dem Fußball verbinde ich es insofern, dass es, wie gesagt, beides ein Hobby ist, aber ich denke nicht, dass sich das direkt verbinden lässt. Sie sagen, das ist so ein Hobby. Wie kam es überhaupt dazu? Also welchen Moment gab es oder warum haben Sie gesagt, Sie möchten vor die Kamera? Das ist alles durch mehrere Zufälle tatsächlich entstanden. Ich bin quasi durch einen Zufall in dieses Casting damals für Der Horm ist der Horm mit 5 reingerutscht. Die Rolle, die ich spielen sollte, eben die Valentina Götz, die ich jetzt wieder spiele, war damals für circa 10 Drehtage angesetzt. Und das hat dann ganz gut funktioniert und wir haben dann dadurch gemerkt, dass ich meine Emotionen regulieren kann, sage ich mal, und mein Gesicht von außen ja so machen kann, sage ich mal, wie es gerade sein sollte. Und dadurch habe ich so ein bisschen die Schauspielerei entdeckt und dadurch sind dann auch neue Projekte gekommen. Ich habe dann 7 Jahre in Folge, also durchgehend bei Der Horm ist der Horm gedreht und viel Dreherfahrung sammeln dürfen schon in jungen Jahren und habe dann, wie gesagt, auch mehrere Projekte noch gehabt, wie Joko, den Kinofilm, mehrere Werbungen, Kurzfilme. Und dadurch hat sich das immer weiter ausgebildet und dadurch wurde ich auch immer weiter ausgebildet durch jedes Projekt. Also man hat ja immer Coaches. Und jetzt spiele ich ja bei Der Horm ist der Horm eine Schwangere, was auch nochmal eine ganz, ganz neue Rolle war. Und ja, ich denke, jede Rolle hat mich irgendwie weitergebracht bei meiner Schauspielerei.
Sie haben mal gesagt in einem Interview, dass Sie das Thema Schauspielerei gar nicht so in den Vordergrund stellen. Also auch in der Schule, Sie machen ja gerade die Fachabitur, kommt es jetzt nicht so zur Geltung, dass Sie sagen, ich bin Schauspielerin. Wenn man Sie jetzt beim FC Forstern erlebt als Spielerin, da wollen Sie auch einfach Ihrem Hobby nachgehen und Spaß haben, aber gibt es da dann nicht auch manchmal die Momente, dass man sagt, hey, das ist doch die Valentina Götz? Ja, gibt es. Das sind die Momente, wo ich quasi erkannt werde. Allerdings im Fußball hat das jetzt nicht so eine Riesenrolle für mich. Allgemein versuche ich dann nicht direkt so viel drüber zu reden oder das als meine Art Aushängeschild zu benutzen, weil es einfach in der Vergangenheit schon ganz viele unschöne Geschichten dazu gab, dass ich Sachen abbekommen habe, die gar nicht gestimmt haben. Einfach doofe Kommentare, die vielleicht auch aus Neid entstanden sind, aber deswegen versuche ich das einfach eher im Hintergrund zu halten und freue mich unglaublich, wenn ich positive Kritik bekomme oder auch natürlich konstruktive Kritik, sage ich jetzt mal, allgemein zu meinem Schauspiel, aber ich mag es auch nicht, wenn ich zum Beispiel mit meiner Rolle, die ich spiele, verbunden werde. Also wenn jetzt Leute zu mir kommen, ja, wie geht's denn deinem Kind? Oder wenn man einfach eine Rolle spielt, die eine unschöne Geschichte hat, wenn man darauf dann irgendwie angesprochen wird und sich dafür rechtfertigen muss. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man Rolle und Schauspieler trennt. Also wenn da mal ein Witz drüber kommt, das ist ja was anderes. Aber auch in den sozialen Medien erfährt man das ja immer wieder, dass da einfach böse Kommentare kommen für eine Rolle, wo man gar nichts für kann, so ungefähr. Mal jetzt anders gefragt, auch wenn Sie die Rolle nicht so gern möchten, oder auch wenn Sie sich jetzt nicht so gern mit dieser oder auf diese Rolle reduziert werden möchten, aber wie viel Valentina steckt in Ihnen wirklich? Ich glaube, also es gibt ja immer so die frühere Valentina und die jetzige, würde ich sagen. Als ich als Kind die Valentina gespielt habe, würde ich mich schon mehr mit der Valentina identifizieren, weil die einfach frech war, fröhlich. Und genau, das würde ich sagen, das sind so die Gemeinsamkeiten. Die jetzige Valentina, was ich auch total interessant finde an der Rolle und warum ich sie auch sehr, sehr gerne spiele, ist, weil sie ein ziemliches Gegenteil von mir ist, würde ich behaupten. Die Valentina rennt immer sehr aufgebrezelt rum, immer sehr ladylike und hi und her und ist schüchtern und weiß nicht so ganz, was sie mit ihrem Leben, glaube ich, anfangen soll und weiß auch nicht, wohin mit sich. Und das würde ich von mir jetzt nicht behaupten. Ich weiß, was ich will und ich weiß, wo ich hin will und bin stark von meinen Überzeugungen überzeugt quasi und würde mich auch nicht als scheues Reh bezeichnen. Ich bin eher die Vollgas. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.